willkommen, liebe Kinder. Ihr könnt auch gleich wieder hierher hoch, bevor es losgeht. Willkommen natürlich auch, liebe Eltern. Dass so viele von euch hier etwas über die Arbeit der EZB erfahren wollen und hinter die Kulissen schauen wollen, wie wir den Euro schützen und wie wir die Geldpolitik für Europa machen und insbesondere auch, wie wir alle gemeinsam stärker sind. Also, wenn wir jetzt komplett sind, erstmal herzlich willkommen. Ich arbeite hier bei der EZB als Falschgeld-Sachverständiger. Und wie man das echte vom falschen Geld unterscheiden kann, das versuche ich euch ein bisschen näher zu bringen. Man muss den echten Schein kennen, um den falschen zu erkennen. Zum Beispiel, wenn man den Geldschein jetzt ins Licht hält, dann sieht man links so die 20, wenn es ein 20er-Schein ist, dann leuchtet die sozusagen. Und wenn man den dann auf eine dunkle Hose hält, dann wird es dunkel. Weil wir wollen zusammen ein bisschen was malen und basteln. Die Idee ist, wenn man an einem der Zahnräder dreht, dann drehen sich alle anderen mit. Wisst ihr denn, wer den Euro alles hat? Welche Länder haben denn alles den Euro? Ne? Spanien, richtig. Portugal, richtig. Wow. Luxemburg, richtig. Finnland, richtig. Alle 19 Länder der Eurozone, deren Notenbankgouverneure sitzen hier in diesem Raum und entscheiden darüber, die wichtigen Entscheidungen, die man braucht, um unser Geld stabil zu halten. Der war richtig gut. Das war total spannend und interessant. Und auch interessant. Man hat viel Neues gelernt, was man davor nicht wusste. Davor habe ich mir gedacht, EZB, was ist das? Irgendwas, was kein Mensch kennt. Und jetzt weiß ich viel mehr darüber.